willkommen bei Salina kocht mal wieder. Also wir machen heute wieder mal ein Haferflockengericht, aber ich habe ein neues kreiert. Leute, ihr kennt mein altes, ihr feiert es genauso wie ich. Ja, es ist einfach so geil. Wer es noch nicht kennt, guckt hier. Ich habe aber ein neues kreiert zur Weihnachtszeit, denn erstens, Weihnachtszeit müssen Haferflocken auch Weihnachten schmecken. Zweitens, die Portionen werden größer und das Ganze soll schön warm, wohlig, wonnig, und noch mehr chewy, mooey schmecken, ja? So, erstmal natürlich wieder die Hausfrauenkralle, die haarschonende, ne, Hygiene, ihr wisst Bescheid. Heute nehmen wir auch ein Schürzchen. Weihnachtszeit ist Schürzenzeit. Wir tragen mindestens jeden Sonntag eine Schürze in der Küche, das ist ganz klar. Möglichst eine alte von Oma, ja, so eine richtig klassische Schürze, alles klar. Denn wir sind hier natürlich auch immer schick und wollen uns nicht bekleckern, so. Noch nicht richtig. Ist jetzt egal, wie es aussieht. Es geht ums Essen. Es geht ganz flott. Das ist aber so geil, ich sag's euch. Wir brauchen eine Schüssel, aber eine möglichst große Schüssel. Ja? Das ist jetzt die größte Müsli-Schüssel in Form einer Tasse. Also komm Leute, das ist doch eine Müsli-Schüssel, also keine Tasse. Ja? Also, es ist die größte Müsli-Schale, die ich habe. Ja? Aber es ist knapp. Ne? Denn wir nehmen diesmal keine Haferflocken, sondern Schmelzflocken, Leute. Das ist es nämlich. Das ist meine neue Entdeckung. So geil, ja. So, erstmal rein damit, ja. Macht die Schüssel voll. Wir sind im Winter, es ist Weihnachtszeit, wir müssen Booty aufbauen, wir brauchen Reserven, ja. Vor allem, ihr seht, die sind so leicht. Du knallst die Schüssel voll und du kriegst irgendwie noch nicht mal irgendwie 100 Gramm zusammen, die ich jetzt eigentlich gerne hätte. So, ich mache jetzt mal hier circa 90, ja, 88, weil sonst wird es auch knapp. Da soll ja auch noch ein bisschen Obst rein, ja. So, in der Zeit kocht ihr Wasser, ja. Ihr kennt's, Wasserkocher, wie bei den Haferflocken, erstmal kochen. So, dann könnt ihr das aber schon mal hier weiter vorbereiten. Ihr knallt natürlich rein, Stevia. Ja, wir brauchen Süßungsmittel und jo, Agavendicksaft und so weiter. Leute, alles klar. Aber wo man sparen kann, sparen wir. Und ich bin einfach, wie ihr jetzt wisst, ein Fan von Stevia. Stevia ist was Tolles. Also, es ist Weihnachten. Wir müssen den Weihnachtsgeschmack hinkriegen. Was darf nicht fehlen? Klar, Zimt, ja. So, hier, Standardzimt aus dem Lidl oder Aldi. Leute, ich kaufe den nicht mehr, weil mir ist es jetzt schon so oft passiert, ne, dass ich statt dem Zimt ein scheiß Currypulver genommen habe und mir mein ganzes Haferflockengericht versaut habe, Mann. So, deswegen nehme ich jetzt nur noch hier das offensichtliche Zimt von Just Spices. Sehr geil. Hauen wir ordentlich drauf. Was auch sehr geil ist, auch von Just Spices, das Oatmeal Spice. Haferflockengewürz. Das ist mit Mandeln, Kokosraspeln, Kakaobohne, Vanille, Zimt, Ingwer. Da haben wir eigentlich schon eine richtig geile Mischung, ja? Knallen wir auch noch mit rein. Aber ich finde auch Vanille darf nicht fehlen, ja? Einfach so eine Vanillemühle. Habe ich auch so keinen Satz. Wasser kocht, hört man mich noch. Gibt es aber auch hier in dem Tütchen von Alnatura zum Beispiel, ne? Also lass das mit dem Kakao. Könnte man auch reinmachen, aber das passt besser zu meinem anderen Haferflockengericht. Vertraut mir. Es geht hier um die Weihnachtszeit. Leute, wir feiern die Weihnachtszeit. Jetzt nehmen wir einen Apfel. Ich hoffe, es passt noch ein ganzer rein. Ich mache mal lieber nur einen halben. Denn die Kombination Apfel und Zimt und dann gleich noch Rosinen, das ist einfach Weihnachten, Leute. So, ihr könnt natürlich auch jedes andere Obst reinmachen, Leute, aber wir bleiben beim original Salinos-konformen Haferflocken-Weihnachtsgericht. So, jetzt Rosinen hinein. Ja, nach Lust und Laune, wie ihr mögt. Wenn ihr keine Rosinen mögt, kann ich das zwar nicht nachvollziehen, aber dann nehmt Datteln. Datteln mag ja wohl jeder. Am besten natürlich die frischen Medjool-Datteln. Die habe ich jetzt gerade nicht da, aber ich habe hier von Alesto, ich glaube, das ist vom Lidl, ne? Noch ein paar Datteln gefunden. Die sind auch ganz gut. Vor allem, die haben keinen Glukosesirup drin, was die meisten ja doch drin haben. Wobei, also es steht zumindest nicht drauf. Aber es fühlt sich irgendwie so an. Ich bin da immer so ein bisschen misstrauisch. Aber gut, machen wir ein paar Datteln einfach rein. Datteln auch in der Weihnachtszeit, ne? Unverzichtbar. Sehr vitaminreiches, mineralstoffreiches Früchtchen. Die heilige Dattel, ja. Braucht keinen Agavendicksaft. Haut euch nur wieder 50 Kalorien rein, weil ihr eigentlich keine braucht. Auch wenn das in der Weihnachtszeit eigentlich egal ist. Also, so, Wasser hat jetzt gekocht. Ja, jetzt ist nämlich das Ding wieder. Wir übergießen es mit heißem Wasser, okay? Und da brauchen wir jetzt ordentlich. Da müsst ihr nicht so aufpassen wie bei meinem anderen Haferflockengericht, ne? Weil da könnt ihr echt, also da braucht ihr viel Wasser. Und ihr dürft auch diesmal umrühren. Das ist ja ein ganz großer Fehler bei meinem anderen Haferflockengericht. Aber diesmal dürft ihr auch umrühren, Leute. Denn so können wir die Konsistenz am besten feststellen.
Ne? Und das muss schon ein richtiger Brei werden. Das ist jetzt echt extrem saugfähig mit den Schmelzflocken. Ne? Da braucht ihr schon, müsst ihr ein paar Mal nachgießen. Oh, das gibt so eine geile Konsistenz. Das ist richtig, so ein richtig geiler, zäher Brei soll das werden. Aber auch wieder nicht zu flüssig. Guckt, macht das gewissenhaft, Leute. Macht das gewissenhaft. Wieder einfach reinversetzen. Reinversetzen. Ja, nicht reinsetzen, Leute. Ich weiß, manche von euch haben sich da reingesetzt jetzt letztens, ne, bei meinem anderen Video. Habt ihr falsch verstanden? Jetzt, Leute, brauchen wir natürlich noch eine Fettquelle, Leute. Wir brauchen unser Fett. Oh, da kommt das Römli an. Ich empfehle Mandelmus oder Haselnussmus dazu. Richtig geil. Das habe ich jetzt nicht im Haus. Ich habe leider nur Erdnussmus da. Das passt auch wirklich besser zu meinem anderen Haferflockengericht. Deswegen, Mandeln oder Haselnüsse. Walnüsse wäre auch noch eine Idee. Also, solltet ihr hinzugeben. Ich meine, zur Not geht natürlich auch Erdnussmus. Passt zu allem, geht immer. Ich habe hier noch so ein paar Mandeln, ja. Die sind zwar eigentlich hier so gehackt, ja, zum Backen, aber ich gebe die jetzt trotzdem rein. Leute, wir brauchen unser Fett, das macht den Unterschied. Ich sag's euch optisch, ihr kriegt eine bessere Figur und dann, es macht mehr Spaß. So. Heiß ist es, Romeo. So, wir übergießen hier nochmal. Hier, das wird so richtig geil. Lass es wieder ein bisschen stehen. Das ist schön warm jetzt und och. Wenn ihr noch ein paar trockene Flöckchen seht, einfach noch ein bisschen Wasser drauf. Ja, aber so muss das sein, ihr richtig geile hier, ne? So, fertig mit dem Gericht. Fast vergessen, die Haare wieder aufzumachen. Die Schürze auszuziehen, vom Leibe zu reißen. Natürlich könnt ihr das auch mit irgendeiner Milch machen. Nussmilch, Haselnussmilch, Mandelmilch. Würde sich wahrscheinlich alles gut anbieten. Mandelmilch vor allen Dingen. Ja, und dann ist das mein Gericht, was ich jeden Tag esse, momentan ich zelebriere es. Ey, Spekulatiusgewürz oder so würde sich sehr gut machen auch da drin. Habe ich noch nicht da. Ich gehe aber gleich auf den Weihnachtsmarkt und hole mir da ordentlich Gewürze. Spekulatiusgewürz, Lebkuchengewürz. Könnt ihr euch alles reinhauen. Ich sage euch, haut euch die Löffel voll. Ist ja noch geiler. Jeden Tag, Leute. Jeden Tag.